Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte ein Angebot bekommen, was ich testen durfte. Natürlich kostenlos, also ich habe das zugeschickt bekommen und wollte euch das mal vorstellen. Ich bin ja wirklich kein, nicht jemand, der irgendwie Kohle dafür kriegt. Aber ich bin immer ganz froh, wenn ich halt eben Sachen testen kann. Dann wird mein Geldbeutel nicht immer kleiner, aber ich kann trotzdem mit euch neue Dinge austesten. Und zwar eine Haarglättungsbürste. Ich habe jetzt keine Naturkrause oder sowas. Bei mir sind die Haare schon relativ glatt, sag ich mal. Wenn ich noch so Glättungszeug reinmache, habe ich komplett glatte Haare. Aber ich trage oftmals Zopf, schwitze dann so ein bisschen. Und dann sieht das halt eben nicht mehr ganz so schön aus. Oder die Haare gewöhnen sich einfach an das Haargummi. Und derzeitig habe ich normalerweise auch einen Pony, der aber immer in alle Richtungen absteht. Ich habe gestern meine Haare gewaschen und einfach so gelassen, wie sie sind. Und wir werden... Das war jetzt mein Screenshot. Ja, das Teil kommt auf jeden Fall. Das heißt so. Und es sieht so aus. Ist ein Karton. Ist von Amazon-Anbieter. Ich werde euch mal den Link reinsetzen. Und die haben auch gesagt, wenn sich jemand dafür interessiert, der bekommt auch 20% durch den Code oder durch den Link. Werde ich auf jeden Fall mal die Informationen in der Infobox schreiben. Ich habe jetzt noch keine Ahnung. Ja, okay. Hoffentlich ist das auch auf Deutsch. Ah ja, genau. 8 bis 14 ist deutsche Lande. Okay, nicht im Wasser verwenden, ne, Leute? Achtung, dieses Produkt kann Augen verbrennen. Oho. Und vor Kindern Fernhaltung. Ja, das ist auf jeden Fall ferngehalten. So. Das Teil kommt auch super schick, eigentlich in so einer Alu-Tasche. Sowas ähnliches hatte ich bei meinem Glätteisen von Remington. Revlon? Remington. Was super günstig war. Super interessant, ist sehr hart. Das Design sieht schon mal cool aus. Das ist so ein bisschen gummiert. Ich mag das nicht so gerne, weil ich finde, man kann so gummierte Sachen, aber es ist so nicht ganz so gummiert. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt Plastik, so ein mattes Plastik. Ich habe das Gefühl, das wird dann schnell oftmals schmutzig. Gerade wenn man sich davor einfach mal das Make-up ins Gesicht klatscht. Mega lange Schnur. Sehe ich jetzt schon. Das muss man auch haben, finde ich. Sonst hat man verschissen. Ich baue mal kurz auf. Auf jeden Fall habe ich das Ding mal angesteckt. Und jetzt drücken wir mal auf an. Aber woran sehe ich, dass es an ist? So, sollten wir mal doch die Gebrauchsanweisung lesen. Weil leider leuchtet jetzt nicht. Oh doch, es leuchtet auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr erkennt das. Sind 160 Grad eingestellt. Kann man das... Okay, stecken Sie die Box-Haarglätter-Pinsel ein. Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang, stellen Sie die Temperatur mit ein, tausend weiter und unten. Ach so, okay. Wir können hier tatsächlich bis 230 Grad gehen und 160 ist so das Wenigste. Ich werde auf 180 das Ding mal einstellen. Das wird schon ganz schön heiß, also ganz schön warm wird das. Das riecht auch so nach neuem Plastik. Ich lasse es mal ein paar Sekunden da liegen. Bitte warten Sie 30 Sekunden, bis es sich erwärmt. Also relativ schnell. So schnell ist nicht mal, glaube ich, mein Glätteisen. Ich habe nichts in den Haaren, gerade einfach nur so, wie sie gestern halt gewaschen waren. Okay, 100 feines, dünnes Haar. Eben, ich mache immer so 180 rum. Ich habe relativ feines Haar, liegt wahrscheinlich auch an den Blondierungen, aber ja. Ich hätte sie mir selber nicht gekauft, muss ich sagen, weil ich einfach so viele Gerätschaften habe. Ich habe 5 Glätteisen, 7 Lockenstäbe, braucht man alles nicht. Ich habe jetzt einen Lockenstab in klein, den habe ich seit 12 Jahren oder sowas von Babyliss, den liebe ich. Den würde ich mir tatsächlich auch noch in etwas größer holen, weil der einfach lange hält. So, wenn das nicht mehr blinkt, ist es wahrscheinlich fertig.
testen es mal aus. Also ihr seht, es ist schon kraus. Oh ja, ich merke das. Das fühlt sich an wie ein Glätteisen. Von den Haaren her. Wisst ihr, was ich meine? Dass sie werden feiner. Also noch feiner, als sie eh schon sind. Oh Gott, habe ich gerade geschwitzt. Ich hatte so ein... Dann gehe ich mal da durch. Seht ihr meine Strähnen? Ganz schön rausgewachsen. Ja, es ist ein bisschen, ich hätte meine Haare vielleicht vorher glätten sollen. Vorher kämmen sollen, meine ich. Es fühlt sich nicht ganz so angenehm an, muss ich ehrlich sagen. Ein paar Haare, es fallen auch raus. Aber es glättet doch ordentlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich müsste dringend mal meinen Ansatz ansprechen. Ich weiß auch nicht, warum der so fertig geworden ist. Ich habe immer ein Problem mit meinen Haaren. Und zwar hier vorne glättet, also lockt sich das immer oder wellt sich. Obwohl ich das eigentlich hier gerne am glattesten haben wollte. Also man sieht doch einen deutlichen Unterschied. Das ist jetzt die geglättete Variante. Und das ist die ungeglättete Variante. Also ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ich muss mal gucken, was das Ding preislich eigentlich kostet. Ich habe mich gar nicht so richtig informiert. Ich weiß auch nicht, ob man das im Leben braucht. Also ich kann mir das vorstellen, dass man es einfach so 2 in 1, man kämmt durch. Aber es ist jetzt nicht so eine unbedingt eine Bürste, die ich super gerne benutzen würde. Aber die Dinger werden auf jeden Fall heiß. Die werden heiß. Nämlich 180 Grad habe ich eingestellt. Also diese Plastikdinger da drinnen werden heiß. Man kann sich tatsächlich die Finger dran verbrennen. Aber es ist nicht so heiß, dass ich das Gefühl habe, meine Haare verbrennen. Also ich hätte sie vorher kämmen sollen, dann geht das auch. Also wenn sie einmal durchgekämmt sind, gleitet das auch eigentlich relativ gut durch, ohne die Haare großartig zu ziepen. Kann mir das halt für Leute vorstellen, die auch eben so krauses Haar haben und einfach nochmal nachbürsten wollen. Und man ist ja in 30 Sekunden relativ schnell fertig. Ich meine, wir sind jetzt 8 Minuten dabei und 8 Minuten hat man eigentlich schon Zeit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es zieht weniger als beim Glätteisen und man ist schneller irgendwie durch. Aber es glättet halt auch nicht ganz so wie ein Glätteisen, ne? Aber doch glättet. So, ich wäre eigentlich durch. Mal in die andere Richtung hier, mein Pony, frisieren. Oh, hab ich fettiges Haar, woher kommt das? Und natürlich so ein Glätteisen, so ein Glättungsvorgang macht es nicht besser. Mal gucken, wie oft ich das Ding benutze. Aber so an sich scheint es mir ganz schnell zu gehen. Und ich kann mir das nämlich auch gut vorstellen, wenn meine Haare leicht noch feucht sind, sie durchzubürsten und durchzukämmen. Aber halt ganz sachte, ne? Also schön langsam durch. Und dann klappt das auch. Und von daher, also ich finde es nicht schlecht. Ich hätte es mir jetzt selber so nicht gekauft, weil ich einfach, ja... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin nicht so der Haarfetischist. Aber ich finde es cool, das jetzt zu einfach zu nutzen und das kostenlos zur Verfügung gestellt zu bekommen, weil ich einfach neue Dinge austesten kann. Ohne viel Geld zu investieren, um sowas auszutesten. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen mit dieser Glättungsbürste. Ich werde es ja auf jeden Fall euch verlinken. Und auch wenn ich einen Rabattcode habe, davon habe ich nichts. Also das wurde jetzt nicht so ausgemacht, sondern nur ihr habt was davon, wenn ihr über diesen Link einkauft. Und ja, geht ganz normal aus. Ich würde es halt erstmal, ganz schön warm, das Ding. ja, ciao ihr Lieben.
ihr Lieben, ich schaue jetzt gerade mal, was es kostet, wenn man das Teil sich zulegen möchte, damit wir auch Bescheid wissen, was da eigentlich abgeht. So sieht es aus. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. 40 Euro ist schon heavy. Also für 10, 15 Euro, ja. Wäre halt, ich würde es mir nicht kaufen, weil ich habe ein Glätteisen. Ne? Was kann eine Bürste besser als ein Glätteisen? Ich weiß es nicht. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, es war weniger schädigend. Aber ich mag eh keine so geglätteten Haare. Ich finde, das sieht ein bisschen fisselig aus. Noch weniger, als man eh hat. Ich habe noch ein bisschen Trocknungsshampoo rein. 40 Euro ist da schon eine Nummer. 20% sind dann 8 Euro. Ja, keine Ahnung, ob ich das wirklich haben wollte. Spliss und Knoten reduzieren. Ja, okay, also es macht ein Glätteisen auch, weil es so weich ist. Ich 2,5 Meter lang Kabel, also 40 Euro. Ich weiß es nicht, was besser ist. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich ein Glätteisen habe? Wozu brauche ich eine Bürste, die 40 Euro nochmal kostet? Also von daher weiß ich nicht. Also der Effekt war okay, kann ich nicht meckern. War auch froh, dass ich es testen durfte, aber ich hätte es mir nicht für 40 Euro selbst gekauft. Punkt. So, langer Satz, kurzer Sinn. Langes Video, ja. Mua. Ciao, ihr Lieben.